So, willkommen zurück. Wir sind gerade hier in dieser Zugstation. Das ist verriegelt, hier konnte man nichts machen. Und ich aktiviere jetzt diesen Zug. Und der wird scheinbar hier angezogen mit Seil oder was? Oder ei! Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Okay. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Buckle. Ich sehe mir das mal an. Ja, gut. Das wird dann wohl unser Zwischengegner sein, also Zwischenendboss, oder? Oh, ey, oh nein. Die Viecher gehen mir tierisch auf die Ketten. Ich sag mal, wenn die mal kommen, okay. Aber jetzt ständig, müsste das sein. Oh nee, und dann noch der Scheiß hier. Diese freundlich schreienden Viecher. Was? Ersatzteilbox? Ja, nice. Was war da drin? Hält Ressourcen und seltene Teile. Ja, cool. Die kennen wir noch aus Teil 2, wer Teil 2 gespielt hat. Ich muss sagen, wo ich das erste Mal diesen Gegner begegnet bin, habe ich mich total dämlich angestellt und einfach nur drauf gerotzt. Was? Suchroboter? Ah, was stand? Jetzt habe ich es nicht gelesen. Naja, ja genau, habe ich mich auf alle Fälle ziemlich dämlich angestellt und meine ganze Munition verschossen. War nicht so geil, weil, war hier nicht eine Werkbank? Ich war jetzt der festen Überzeugung, hier war eine Werkbank. War die hier? Halt, nein. Oh Mann, ich wollte mir jetzt eine... Ach, scheiß da unten drauf. Halt. Anzugstation, Bank, auch da lang. Naja, also wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ja, genau, und dann habe ich halt den ganzen Quatsch leer geschossen, um dann festzustellen, hey, man hätte den Viechern einfach nur die doofen Gliedmaßen abtrennen müssen. Und das hätte vollkommen ausgereicht. So, ein Nachladen plus ein Schaden, auch schön. Suchroboter sind zurück. Mein Kumpel. Ja, yeah, fett. Was hat er? Oh, hat mir so Zeug gebracht. Cool. Ressourcen aufgeladen, wird bereit für den nächsten Einsatz. Super geil. Und die Kiste. Was? Das fuck. Was für ein Ring? Was macht der? Was? Ich hab doch gerade irgendeinen komischen Ring aufgenommen. Wo ist denn der jetzt hin? Hydraulikantrieb, was bringt das? Auf jeden Fall macht das alles ultra schlecht. Hydraulikantrieb. Der Plasmakern ist ein bisschen besser. Achso, oder das Drehmodul, das hatten wir ja vorher. Machen wir mal den hier drunter. Hier ist immer noch das gleiche. Auch das gleiche. Auch das gleiche. Nichts ausgewählt. Können wir was herstellen? Könnte ich Munitionssammler. Nee. Rahmen? Schwerer Standardrahmen? Nee. Halt. Okay, ja, bastel um. Was hat er denn jetzt hier aufgenommen? Neue Waffe herstellen. Nehmen wir mal das. Und das. Was ist denn das jetzt für ein... Ach hier, das ist dieses... Speicherplatz. Nö, das will ich aber nicht haben. Auswahl. Oh, ey, ich will die Waffe aber nicht bei mir haben. Das ist... Oh, Leute. Gucken wir nochmal nach dem schweren Rahmen. Nee. Hä? Geht das hierfür? Auch nur normal. Das ist auch normal. Hier kann ich ja Hydraulikantrieb. Was macht das denn bitte? Ach hier, das war unser.
das gewählt, dafür haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Platinen habe ich schon drin. Scheiß doch hin drauf. Ach ja. Irgendwie, das System ist seltsam. Okay. Wo ist jetzt bitte mein Cutter hin? Nein, ich möchte diese. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ja? No? Ist meine Waffe jetzt auch hier? Da ist er. Boah, ey, ernsthaft. Was habe ich denn aufgenommen für ein Gerät? Dachte ich, etwas ultra cooles bekommen und dann irgendwie doch nicht, oder what? Naja. Achso, habe ich den Suchroboter wieder? Ja. Hier, ja. Hoppala. Entschuldigung. So, na dann, ja, such mal. Wo ist denn jetzt hin? Ach ja, such mal. Oh, viel Spaß, Suchroboter. Bis später. Das mit dem Suchroboter finde ich aber ein nettes Feature. Halt. Falsche Waffe. Die da hätte ich gerne. So, bla bla bla. Aus. Halt. Ja. So. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Das? Hey, Commander. Was ist denn das für ein Geräusch? Oh nein, hier ist nicht echt eine Bank jetzt. Das sind Servietis. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Ich wollte mir das anhören. Was? Kompakt gerichtetes Elektronenfeld. Yeah. Okay. Hier ist wieder Stase, das bedeutet einmal frei Action. So, jetzt klicken wir hier nochmal drauf. Hey Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryokisten geht. Cryokisten? Das sind Särge-Dips. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mich. Hast du vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Was muss ich denn jetzt? Ach so. Oh, ernsthaft. So, dass es passt. Ja, alles klar, ich hab's kapiert. Ah ja.
okay, es ist ja schön, dass sie sich Mühe geben, hier Minigames einzubringen, aber irgendwie finde ich das gerade total Panne. Ja. Ey, da lebt. Ey! Da ist ja einer drinne. Wird er jetzt hingebracht? Achtung, oh, ey. Frachtfehler in Bucht 4. Ja. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte. Ja. Ja, klar. Hahaha, Loser, ich war voll auf euch vorbereitet. Hey, gib mir gefälligst irgendwas, Altmetall oder so. Oder Wolfram. Wolfram wäre jetzt geil. Ah ja. Oh, oh, das war jetzt mies. Wie frech war denn das jetzt bitte? Ah, jetzt ist er weg. Das ist nämlich mein Bug. Oh, ein Fehler. Oh, oh. Ich möchte wieder raus. Ich möchte. Oh, nein! Okay. Das ist super uncool. Ich hasse vorstellig nach unten rasen. Challenge-Spiel hier, alles ist abgefuckt mit der Lackierung. Okay. Ja. Yeah. Was sagt er? He's carrying his load. Are you? Enlist the scarf. Scuff meine ich. Nicht Scarf. Scarf ist ein Schall. Was haben wir hier für einen Ultralord? Scuff, committed your defense. Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Nette Grafik. Oh, leck mich, Sam. Mein Job war es, eure Erche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken. Er wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen. Ja. Okay. Also ich höre mir gerne die Audio-Logs an. Nicht, dass ihr euch hier doof wundert, warum ich dann immer dumm rumstehe. Denken Sie an Ihr Chinesen-Modul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Ich guck's mir an, ich kenn's zwar schon, aber... Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesem Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Haben wir ja vorhin schon gesehen, dass ich das mal gemacht habe. Ja. Wer Teil 2 gespielt hat, der kennt das Video. Da kam das nämlich so vor. Das gibt es nämlich erst seit Teil 2. Diese tolle Funktion. Wahrscheinlich soll ich das gleich bei ihm ja noch nutzen, ne? Das Problem ist, wenn man das nutzt, kann man natürlich keine Türen öffnen. Und da haben wir gerade wieder einen kleinen Fehler gehabt. Nein, bleib offen! Normalerweise ist das recht effektiv.
Okay, den wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ja, aber hier halt wieder dann doch nicht mehr so. Irgendwie brauchen die, halten die hier mehr aus. In Teil 2 waren sie sofort tot, da ist sie gleich festgenagelt. So, bevor ich jetzt aber hier den Storage Room betrete, mache ich nochmal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Teil.